Hallo, das nächste Tuch für euch ist fertig, das ihr nachhäkeln könnt. Bei diesem Tuch habe ich jetzt immer Einzelstäbchen und 5 Stäbchen in eine Masche gehäkelt. Das gibt auch ein ganz tolles Muster, ist wirklich sehr, sehr einfach zum Nachhäkeln. Und auch bei diesem Tuch, da müsst ihr wieder darauf Acht geben, dass ihr da eine etwas größere Nadel nehmt. Also entweder ein ganz leichtes Garn oder eine größere Nadel. Ich habe jetzt hier auch sogar eine Vierernadel genommen. Ich häkel die normalerweise immer mit Dreier, meine Demotücher. Auch hier habe ich Vierernadel genommen, damit das Tuch schön locker wird. Ihr schlagt 2 Luftmaschen an. Und häkelt in die erste Luftmasche 5 Stäbchen. Dann 3 Luftmaschen. Das ist euer erstes Stäbchen. Und ein weiteres Stäbchen in die gleiche Masche. In die nächste Masche, da kommen auch wieder 2 Stäbchen rein. Und in die dritte Masche, das ist die Spitze, da häkelt ihr jetzt 5 Stäbchen rein. Dann wieder 2 Stäbchen in die nächste Masche und 2 Stäbchen in die letzte Masche. Jetzt wieder 3 Luftmaschen und ein weiteres Stäbchen in die gleiche Masche. Bei diesem Tuch werden auch immer wieder am Anfang und am Ende 2 Stäbchen gehäkelt. Also am Anfang in das erste Stäbchen und am Ende dann in die dritte Luftmasche. Also 2 Stäbchen haben wir jetzt, dann eine Luftmasche, eine Masche auslassen und in die nächste Masche, da kommt jetzt ein Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche, eine Masche überspringen. Und ein Stäbchen. Da haben wir ja die 5 Stäbchen in eine Masche gehäkelt. Wieder eine Luftmasche. Und in das dritte Stäbchen, das ist die Spitze, da kommen wieder 5 Stäbchen rein. Wieder eine Luftmasche, eine Masche überspringen und da wieder ein Stäbchen. Und das gleich noch einmal Luftmasche, eine Masche überspringen, Stäbchen, Luftmasche, eine Masche überspringen und in die dritte Luftmasche, da häkelt ihr jetzt 2 Stäbchen. So, bei diesem Tuch werden auch immer zwischen den Einzelstäbchen und zwischen den 5 Stäbchen in einer Masche, da wird immer eine Luftmasche dazwischen gehäkelt. Auch das ganze Tuch über. Jetzt wieder 3 Luftmaschen. Ein weiteres Stäbchen. Dann haben wir hier noch ein Stäbchen. Da kommt jetzt auch ein Stäbchen rein. Und dann wieder Luftmasche und Stäbchen in Stäbchen. Luftmasche. Und in das nächste Stäbchen,
Da häkelt ihr jetzt 5 Stäbchen rein. Dann wieder Luftmasche und bei diesem Tuch die 5 Stäbchen in der Spitze, das wird auch das ganze Tuch über so gehäkelt. Immer in das erste Stäbchen von den 5 Stäbchen kommt auch ein Stäbchen rein, in das dritte Stäbchen, da kommen immer 5 Stäbchen rein und in das letzte Stäbchen auch ein Stäbchen, das ganze Tuch über. Also die Luftmasche haben wir jetzt schon und dann hier in das erste Stäbchen ein Stäbchen, wieder die Luftmasche und in die Spitze dann 5 Stäbchen. Wieder Luftmasche und dann das Stäbchen jetzt hier in das 5. Stäbchen. Luftmasche und auch hier in das nächste Stäbchen, wie auf dieser Seite, da häkelt ihr jetzt wieder 5 Stäbchen rein. Luftmasche und Stäbchen in Stäbchen. Wieder Luftmasche und jetzt hier in das nächste Stäbchen ein Stäbchen und in die dritte Luftmasche 2 Stäbchen. Dann 3 Luftmaschen, ein weiteres Stäbchen. Und jetzt habt ihr ja hier 3 Stäbchen in der Vorrunde gehabt, beziehungsweise Vorreihe. Wenn ihr dann die 2 Stäbchen gehäkelt habt, da kommt jetzt ein weiteres Einzelstäbchen dazu. Also das nächste Stäbchen wird übersprungen und ein Stäbchen in die zweite Masche. Luftmasche, Stäbchen in Stäbchen. Und jetzt werden dann hier immer erst die Luftmasche, 5 Stäbchen in die Mitte gehäkelt, also in das dritte Stäbchen. Dann wieder Luftmasche und Stäbchen in Stäbchen. Hier ist die Spitze wieder, Luftmasche. Das heißt, hier häkeln wir auch wieder in das erste Stäbchen ein Stäbchen, Luftmasche und in das dritte Stäbchen wieder 5 Stäbchen. Luftmasche und in das 5. Stäbchen, da dann wieder das eine Stäbchen. Wieder Luftmasche und Stäbchen in Stäbchen. Luftmasche und hier wieder in die Mitte, in das 3. Stäbchen, 5 Stäbchen. Wieder Luftmasche, Stäbchen in Stäbchen, Luftmasche und auch hier auf dieser Seite, da wird in das nächste Stäbchen ein Stäbchen gehäkelt,
eine Luftmasche, eine Masche überspringen und zwei Stäbchen in die dritte Luftmasche. Dann hätten wir wieder eine Reihe fertig. Drei Luftmaschen. Ein weiteres Stäbchen. Jetzt häkeln wir in das nächste auch wieder ein Stäbchen. Jetzt haben wir dann wieder drei Stäbchen. Und in der nächsten Reihe, da wird dann wieder ein einzelnes Stäbchen gehäkelt. Und wieder dann Luftmasche, Stäbchen, da habe ich nicht alles erwischt. Luftmasche und hier wieder fünf Stäbchen rein. Luftmasche und dann jeweils wieder Stäbchen in Stäbchen mit einer Luftmasche dazwischen. Hier wieder in das erste Stäbchen. Ein Stäbchen und hier wieder fünf Stäbchen in die Spitze. Wir haben jetzt hier drei Einzelstäbchen und in der nächsten Reihe, da wird in das mittlere Einzelstäbchen, da werden dann fünf Stäbchen reingehäkelt. Jetzt hier in das fünfte Stäbchen noch ein Stäbchen und auch hier wieder Stäbchen in Stäbchen mit Luftmasche dazwischen. Und hier wieder fünf Stäbchen rein. Die Luftmasche. Stäbchen in Stäbchen. Und ein Stäbchen in das letzte bzw. vorletzte Stäbchen und zwei Stäbchen in die dritte Luftmasche. So, dann wäre wieder eine Reihe fertig. Drei Luftmaschen verdoppeln. Und jetzt haben wir hier wieder drei Stäbchen gehabt, das heißt Luftmasche, eine Masche überspringen und ein einzelnes Stäbchen. Luftmasche. Jetzt haben wir hier oben am Anfang auch drei einzelne Stäbchen und da werden dann in der nächsten Reihe fünf Stäbchen auch in das mittlere Stäbchen gehäkelt. Luftmasche und wieder hier in die Mitte fünf Stäbchen. Luftmasche und hier jetzt habe ich Sprachstörungen. Hier jetzt ein Stäbchen rein.
Luftmasche und jetzt hier in das mittlere Stäbchen, da häkelt ihr jetzt dann eure 5 Stäbchen rein. Dann Luftmasche. Und immer wenn ihr hier vorne ein weiteres 5-fach Stäbchen, hätte ich beinahe gesagt, hier vorne 5 Stäbchen in ein Stäbchen häkelt, dann wird das nächste Einzelstäbchen, das wird dann ausgelassen. Das wäre sonst zu viel. Dann würde das hier wellig werden. Das heißt, das Stäbchen lasst ihr aus und häkelt aber das nächste Stäbchen dann hier in das erste Stäbchen von den 5 Stäbchen. Das wird ja immer so gehäkelt. Dann eine Luftmasche und dann hier wieder 5 Stäbchen rein. Luftmasche und in das letzte Stäbchen ein Stäbchen. Luftmasche, die auch bitte nie vergessen. Und das Stäbchen, das überspringen wir jetzt auch immer. Das erste und das letzte Stäbchen vor dem 5er Stäbchen, das wird dann ausgelassen. Aber nur dann, wenn ihr hier 5 Stäbchen da wieder reinhäkelt. So, hier kommen jetzt die 5 Stäbchen rein. Luftmasche und ein Stäbchen in das Stäbchen. Luftmasche. Und dann hier wieder 5 Stäbchen. Luftmasche. Dann hier Stäbchen in Stäbchen. Stäbchen an Stäbchen. Das nächste Stäbchen lasst ihr hier jetzt auch aus und häkelt wieder 2 Stäbchen in die dritte Luftmasche. Dann 3 Luftmaschen. Ein weiteres Stäbchen. Und auch ein Stäbchen in das nächste. Jetzt haben wir hier wieder 3 und in der nächsten Reihe wird wieder ein einzelnes gehäkelt. Luftmasche. So, jetzt haben wir hier auch 3 einzelne Stäbchen. Das heißt, hier in die Mitte, da werden wieder 5 Stäbchen in ein Stäbchen gehäkelt. Diesmal lassen wir am Anfang das erste Stäbchen aus. Und häkeln jetzt hier in das zweite Stäbchen die 5 Stäbchen. Luftmasche und dann wieder Stäbchen in Stäbchen, Luftmasche und hier auch bis zur Spitze jetzt in die Mitte 5 Stäbchen, Luftmasche, jetzt Stäbchen in Stäbchen. Luftmasche und jetzt hier wieder in das erste Stäbchen ein weiteres Stäbchen. Luftmasche und in die Spitze wieder die 5 Stäbchen. Luftmasche und
ein Stäbchen in das letzte der 5 Stäbchen und hier wieder Stäbchen in Stäbchen und hier in die Mitte jeweils immer dann 5 Stäbchen reinhäkeln. Da auch Stäbchen in Stäbchen und da dann 5 Stäbchen. So, hier kommen jetzt die 5 Stäbchen rein. Luftmasche. Und hier wird dann auch dieses Stäbchen, das wird jetzt ausgelassen. Und dann kommt hier ein Stäbchen rein. Und in die dritte Luftmasche. So, das wird jetzt immer wiederholt. So, jetzt seht ihr hier schon das Muster ganz gut. Da die 5 Stäbchen und da die Einzelstäbchen immer abwechselnd. Ab jetzt häkelt ihr dann immer vorne ein weiteres 5-fach Stäbchen, wenn ihr 3 Einzelstäbchen habt, rechts und links. Vergesst nicht, das eine Stäbchen zu überspringen. Da kommt dann kein Stäbchen rein. Da war das. Und hier oben auch, da häkelt ihr immer dann wieder 5 Stäbchen in ein Stäbchen, wenn ihr 3 Einzelstäbchen habt. Das wird hier oben nicht so oft sein wie hier unten. Also immer wenn ihr hier unten 5 Stäbchen in ein Stäbchen häkelt und beim zweiten Mal, da wird oben dann auch in der nächsten Reihe 5 Stäbchen in ein Stäbchen gehäkelt. Also das ist wirklich sehr einfach, das Tuch. Hat auch richtig Spaß gemacht, das zu häkeln. Ich habe diesmal auch ein bisschen mehr gehäkelt wie sonst. Wenn ihr jetzt aufhört, dann hört ihr am besten auf, wenn ihr ein Stäbchen dazwischen habt. Also so wie hier jetzt, da ist ihr jetzt, nee, da sind schon 2. Also wenn ihr die 5 Stäbchen gehäkelt habt und dann ein Stäbchen dazwischen habt, dann häkelt ihr genau die gleiche Reihe noch einmal drüber. Da häkelt ihr dann da Stäbchen in Stäbchen und hier kommt ja normalerweise in die erste und in das 5. Stäbchen, da kommt ja auch normal noch ein Stäbchen rein, das macht ihr dann am Abschluss nicht. Ich habe jetzt auch für die Abschlusskante eine etwas kleinere Nadelstärke genommen. Normal habe ich jetzt mit 4er gehäkelt und da habe ich jetzt eine 3,5er Nadel genommen, damit das hier unten nicht wellig wird und dann wird das richtig schön gerade und wellt sich nichts. Hier oben habe ich jetzt bei dem Tuch auch drüber gehäkelt einmal. Das muss man nicht. Das gibt so auch einen schönen Rand. Das ist wirklich nicht nötig, aber ich habe es jetzt gemacht. Mir hat das jetzt so ganz gut gefallen auch. Das könnt ihr ja dann selber entscheiden, wie ihr das haben möchtet. Ja, das war's dann wieder für heute. Ich hoffe natürlich, dass euch das Tuch gefallen hat. Wieder sage ich gefallen hat, gefällt. Dass ihr das Tuch gerne nachhäkeln möchtet. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!